Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich in meinem Haus mehrere Homatic IP Produkte im Einsatz habe, insbesondere für die Rollladensteuerung, und ich habe auch schon mal angekündigt, dass ich hier meine Fußbodenheizung gerne auch noch in dieses System integrieren möchte. Das wollen wir heute mal machen. Ich habe hier die verschiedenen Produkte, die wir dafür brauchen, stehen. Schauen wir uns gleich alles an, werden wir installieren, in Betrieb nehmen und so weiter. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das alles so funktioniert und sich dann im Alltag bewährt. Vielleicht an der Stelle direkt mal kurz so die Frage, was erhoffe ich mir davon? Ich hatte nämlich einen kleinen Post gemacht und dann kamen so ein paar, ich sag mal, kritische Kommentare oder Nachfragen. Ey, in einem gut gedämmten Neubau mit Fußbodenheizung, die ja eher träge ist, was willst du denn da überhaupt mit diesen Thermostaten und Heizprofilen und was willst du da ständig dran rumstellen und so weiter? Und das ist vollkommen berechtigt. Ich will da gar nicht ständig dran rumspielen. Mir geht es eher um verschiedene andere Sachen. Erstmal, es ist alles dafür vorbereitet, weil bei uns im Bauantrag stand drin, dass wir eine Einzelraumregelung für die Heizungsanlage benötigen. Das steht auch in irgendeiner Energiegebäude, keine Ahnung was, Richtlinie. Deswegen ist es auf jeden Fall vorbereitet. Das heißt, ich habe in jedem Raum, wo es relevant ist, eine Unterputzdose sitzen. Da liegt auch schon eine 230 Volt Zuleitung. Ist also jetzt eine simple Installation. Ich muss da nicht viel machen, nur die Dinger in die Wand schrauben und ja, Stromversorgung herstellen und so weiter. Das ist das eine. Ich will auch die Deckel da weg haben, die da im Moment drauf sind. Also das soll vernünftig aussehen. So, Punkt 1. Und dann geht es mir eigentlich eher darum, dass ich einzelne Räume unterschiedlich steuern kann. Und das aber auch wirklich präzise und vernünftig. Bisher können wir das nur darüber, dass wir das Ventil von dem Heizkreisverteiler weiter zu oder weiter aufdrehen. Und zum Beispiel im Schlafzimmer. Ja, wir haben im letzten Jahr da ständig drin rumgedreht, alle paar Wochen, weil es langfristig immer ein bisschen zu kalt oder zu warm war. Da hat man wieder ein bisschen weiter zugedreht und wieder Tage oder zwei, drei Wochen gewartet. Dann war es irgendwie doch wieder zu kalt, weil wir wollen auch nicht zu weit runter wegen Schimmelgefahr. Also ich denke, so 18 Grad sind im Schlafzimmer ganz gut und das können wir dann hiermit halt präzise einstellen. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass ich in fast jedem Raum dann ganz simpel die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit sehen kann. Ist sehr komfortabel. Ich kann es auch in der App sehen und vor allem kann ich in der App Verknüpfung machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, wenn der Raum wärmer wird als 23 Grad oder so, dann steht da wahrscheinlich die Sonne vom Fenster, dann fahr den Rollladen auf 50%, 60%, was auch immer. Also so ein bisschen halt dieses Smart Home Zeug. Will ich ein bisschen mit rumspielen, finde ich ganz cool. Und da gucken wir mal, wie nützlich das langfristig ist. Aber, das will ich auch ganz klar sagen, ich rechne nicht damit, dass ich mir jetzt hier enorme Heizkosten deswegen einspare. Die sind ja eh nicht so ganz hoch. Ich kann euch da oben mal mein Video verlinken, wo es um die das erste Jahr Wärmepumpe ging und die entsprechenden Kosten. Schaut gerne mal rein. Aber da lasse ich mich überraschen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden den ganzen Kram jetzt hier einfach mal verbauen. Und noch, wollte ich eigentlich am Anfang schon sagen, Transparenzhinweis. Homatic hat die Produkte bereitgestellt, ist halt ein Partner von mir letztendlich. Und deswegen steht da oben auch Werbung. So, jetzt fangen wir aber auch endlich an. Verschaffen wir uns erstmal einen kleinen Überblick. Im Grunde geht es um drei verschiedene Produkte bzw. Produktkategorien. Fangen wir mal hier mit den Einzelraumregelungen an. Klassisch in Weiß, dann neu jetzt in Anthrazit. Habe ich mich schon sehr drauf gefreut, weil wir haben halt teilweise anthrazitfarbene Schalter. Und dann sieht das bedeutend passender und stimmiger aus. Dann haben wir hier die Stellantriebe. Die kommen also einfach auf den Heizkreisverteiler drauf. Und dann können die eben die einzelnen Kreise auf- und zufahren, motorisiert. Wir haben hier den Adapterring, also den schraubt man eben auf den Verteiler drauf und dann wird dieser Stellmotor da einfach nur noch eingeklippt. Und dann der dritte Bestandteil, das ist die Zentrale, die sogenannte Fallmod C12, so ist der Produktname. Wir machen hier unten mal kurz die Abdeckung ab. So. Das C12 kommt dadurch zustande, dass wir hier 12 von diesen Anschlüssen haben, wo dann eben die Stellantriebe dran gesteckt werden können. Und somit können wir also 12 verschiedene Heizkreise damit steuern. In meinem Fall werde ich mehrere davon brauchen, alleine schon, weil ich habe halt einen Verteiler im Obergeschoss und zwei Stück im Keller. Alleine räumlich brauche ich also schon mehr als einen, das ist ja klar. Aber das schauen wir uns gleich alles ganz genau an. Man hat hier ein cooles Display, da sieht man dann die einzelnen Kreise und sieht auch die Ventilstellung, also auf, zu oder ich glaube mit so vier Balken oder so, wie die ungefähr stehen. Dann haben wir hier unten die Stromversorgung, alles eigentlich relativ simpel. Bei den Wandthermostaten gibt es verschiedene Varianten. Das hier ist zum Beispiel für eine Unterputzdose mit 230 Volt Stromversorgung. Außerdem habt ihr hier noch einen Schaltausgang. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr damit auch ganz normale Stellmotoren ansteuern. Ihr braucht also im Grunde nicht die Zentrale und die Homatic-Stellmotoren.
ja, je nachdem, wie das bei euch eben so aufgebaut ist und was ihr da im Einsatz habt. Wir werden das Ganze per Funk lösen, also wir schließen gar keinen Schaltdraht an, sondern werden das einfach in der App dann am Ende verknüpfen. Wir brauchen also wirklich für jeden Thermostaten hier nur Strom und so natürlich auch für die Zentrale. Dann läuft das Ganze schon. Es gibt aber hier noch die Alternative. Ihr seht schon, die ist viel, viel flacher. Da sind zwei Batterien drin, die sind auch mitgeliefert. Und dann könnt ihr diese Platte hier einfach an die Wand kleben oder schrauben. Und ja, die können am Ende dasselbe. Aber hier braucht ihr halt keine Stromversorgung und müsst nur so alle 2 Jahre ungefähr mal die Batterie wechseln. Das ist, denke ich, ziemlich in Ordnung. Dann kann man entweder den mitgelieferten Standardrahmen verwenden oder aber, was ich machen werde, das Ganze in das bestehende Schalterprogramm integrieren. Das hier ist Buschjäger Future Linear und ihr seht schon, da gibt's ein Problem. Das war mir so auch nicht bewusst, aber Buschjäger setzt hier bei dieser Serie leider nicht auf das Standard 55er Maß und dementsprechend bleibt da ein umlaufender Rahmen oder eine umlaufende Lücke. Ich guck mal kurz, ob ich es mit einer Hand rauskriege. Das hier ist halt jetzt der Thermostat und glücklicherweise, es gibt hier so, ja, nennen wir es mal Adapterringe von Buschjäger selbst. Nicht explizit für Homematic, aber es gibt wohl verschiedene andere Einsätze, wo das gleiche Problem besteht. Und dann kann man das hier einfach wieder reinklippen. So, ja, und schon sieht es ganz vernünftig aus. Also, ich finde es optisch in Ordnung. In Anthrazit wird es bedeutend weniger auffallen als hier in Weiß, aber gut. Ist es trotzdem, glaube ich, die bessere Lösung als hier der Standardrahmen, der halt einfach gar nicht so zu meinen Rahmen im Haus passt. Genau, das einzige, kleiner Kritikpunkt, was mir nicht so gut gefällt, das hier unten geht so ein bisschen ins Gelbliche und ist nicht rein weiß. Das fällt hier besonders mit dem Rahmen auf und natürlich auch hier zum Display. Ja, wäre in rein weiß auf jeden Fall noch etwas schöner. Gebohrt habe ich schon, das heißt, ich kann jetzt hier einfach meine Zentrale nehmen und einhängen. Zack, so, das Ganze sitzt. Jetzt habe ich hier einen Heizkreisverteiler. Der ist für den Keller. Ja, der hat 6 Kreisläufe. Ich habe allerdings auch noch einen zweiten hier oben. Der ist fürs Erdgeschoss. Es passen insgesamt 12 Stück dran. Ich habe eigentlich 13. Jetzt habe ich mir aber überlegt, anstatt 2 Zentralen zu verwenden, ich werde einen Raum weglassen. Und zwar werde ich hier unten im Keller, da habe ich hier hinten dieses Badezimmer. Mal ganz davon abgesehen, dass das noch gar kein Badezimmer ist, ist die Tür da immer offen, alleine auch schon wegen ja, Luftfeuchtigkeit, Lüftung, kein Schimmel etc. Und das Lager wird ein bisschen geheizt und da ist der Raum halt direkt dran. Das ist so ein 2 Quadratmeter Bad, Tür ist immer offen. Das heißt, ich werde das einfach so machen, dass ich das Bad da weglasse. Somit komme ich auf genau 12 Heizkreise und im Endeffekt müssen wir jetzt einfach nur hier diese Hütchen abschrauben. Dann können wir hier den Adapterring, was ich ja eben schon kurz gesagt hatte, den können wir da drauf schrauben. So. Zack. Und ja, dann nimmt man sich hier den Stellmotor und klipst den da drauf. Das war auch schon alles. Ja, kabelmäßig komme ich problemlos dahin. Deswegen habe ich die Position von der Anlage da auch so gewählt, weil, wenn wir jetzt das Ganze hier oben einmal machen, zack. So, draufgeklippt, sitzt und wenn ich mich nicht vertan habe, dann ist das Kabel ja problemlos lang genug, damit ich jetzt hier reingehen kann und ich werde das so machen, deswegen hatte ich hier hinter auch so ein bisschen Abstand. Ich werde das Kabel also erst dahinter durchziehen und dann von unten da reinstecken. Passt auf jeden Fall, somit komme ich mit einer Zentrale hin, das ist, denke ich, eine ganz gute Sache. So sieht das übrigens schnell aus, wenn der Putz noch nicht richtig durchgehärtet ist und man dann etwas halt ja festzieht. Dann platzt da gerne mal so ein richtig großer Blocken ab. Haben wir leider an 2, 3 Stellen, weil das hier im Heizraum wegen höherer Luftfeuchtigkeit ein bisschen länger gedauert hat, als zum Beispiel im Erdgeschoss. Ich habe jetzt hier erstmal nur den Keller angeschlossen, weil ich fürs Erdgeschoss noch die Elektrik fertig machen muss. Das heißt, die Einzelraum-Thermostate haben da aktuell noch keinen Strom. Aber für die Inbetriebnahme und um euch zu zeigen, wie das geht, reicht das hier natürlich vollkommen aus. Wir haben hier alles ja jetzt im Grunde fertig. 5 Heizkreise sind dran und ich stecke mal den Stecker rein. So,
Jetzt startet die Zentrale, das dauert so einen kleinen Moment. Der geht jetzt alle Ventile bzw. Stellmotoren einmal durch, guckt, ob da alles in Ordnung ist. Wir können aber parallel trotzdem schon mal anfangen, den in die App einzurichten. Und das ja, ist einfach wie immer. Das heißt, wir gehen hier auf Gerät anlernen. So, da hat er jetzt auch direkt das Ding gefunden. Dann geben wir den entsprechenden Code ein. Zack. Klicken hier auf das Häkchen. Im Hintergrund hört man jetzt gut, wie die Motoren immer auf und zu fahren. So, jetzt können wir hier noch den Raum auswählen. Allerdings muss ich da einmal kurz einen neuen erstellen. Zack. Und dann klicken wir da auf Weiter. Lasse ich jetzt auf jeden Fall so. Und jetzt kommen wir eigentlich zum interessanten Punkt, denn hier können wir das Ganze zuordnen. Hier sind also alle 12 Heizkreisläufe. Wie gesagt, 5 sind ja jetzt gerade nur angeschlossen. Jetzt gehen wir also hier einfach auf den ersten. Da haben wir hier unten stehen Arbeitszimmer hinten. Okay, das ist also mein Studio. Dann geben wir hier nochmal den Namen ein. Und dann sind wir wieder in der Ansicht, ja, die wir hier eben ja auch schon hatten. Das heißt, wir gehen jetzt einfach auf den zweiten Heizkreislauf, sagen da auch wieder, für welchen Raum der ist. Und ja, so ist es halt immer wieder genau das Gleiche. Jetzt können wir hier also wieder den Namen ändern. Das Ganze werde ich jetzt hier einfach für ja, alle 5 und natürlich, wenn ich dann das Erdgeschoss fertig habe, für alle 12 Heizkreisläufe machen. Das Anschließen der Wandthermostate ist natürlich auch kein Hexenwerk. Da brauchen wir ja einfach nur Phase und Nullleiter. Die Erde, also ich habe hier ein 3x1,5 drin liegen. Die Erde habe ich einfach nach hinten ja, weggeklemmt hier mit einer Vago. Und das Ganze ist jetzt hier angeschlossen. Und im Endeffekt muss man das jetzt hier also nur noch in die Dose reinsetzen. Die Schrauben hatte ich schon mal grob hier reingedreht. So, ja. Zack. Jetzt schraubt man es fest. Und dann müssen wir nur noch den Wandthermostaten samt Rahmen hier draufstecken. Mit zwei Händen ist das auf jeden Fall einfacher, aber jawohl. So, dann guckt man nochmal vernünftig, dass alles gerade ist und die Höhe passt und so weiter. Schaltet den Strom wieder ein und ja, dann können wir den auch in die App hinzufügen. Komplett fertig sieht das Ganze dann zum Beispiel so aus. Das ist mein Verteiler im Obergeschoss. Ich habe hier also erstmal die ganzen Zuleitungen miteinander verdrahtet, habe da eine Steckdose gesetzt, um hier den Controller anzuschließen. Dann sind da dran 6 Stellmotoren. Habe das alles hier auch noch ein bisschen beschriftet und so weiter. Und jetzt könnt ihr auch da auf dem Display schon sehen, dass jetzt zum Beispiel der Kreislauf 4 und 6 sind gerade geöffnet. Ich befinde mich gerade im Arbeitszimmer hier. Das heißt, das ist der Kreislauf 5. Und wenn wir hier mal gucken, ich habe das extra hier mal runtergestellt. Wenn ich jetzt sage, okay, hier, ich möchte gerne, dass das hier auf 23,5 Grad geheizt wird, beispielsweise. Dann dauert das jetzt einen ganz kleinen Moment, der blinkt einmal kurz, das heißt, die Daten werden übertragen. So, und wenn wir jetzt hier gucken, es dauert immer, wie gesagt, so ein paar Sekunden und dann wird jetzt gleich der Kreislauf 5 auffahren. Ja, das hat jetzt wenige Sekunden gedauert und ihr seht zum Beispiel auch, der Kreislauf 6, der ist sozusagen nur halb geöffnet, weil wir da also fast an der Solltemperatur sind. Dann kann er das Ganze schon mal so ein bisschen drosseln. Funktioniert wirklich einwandfrei. So sieht das Ganze jetzt in Anthrazit fertig aus, also auch wieder mit diesem Zwischenrahmen drum, bin ich sehr zufrieden mit. Ich habe jetzt hier auch eingestellt, könnt ihr ja sehen, dass die Temperatur, also die Ist-Temperatur und die Luftfeuchtigkeit wechseln. Das kann man in der App einfach so konfigurieren, wie man es haben möchte. Und ansonsten, wie bei dem anderen Thermostaten auch, kann ich jetzt hier dran drehen, kann eine gewünschte Temperatur zum Beispiel einstellen. Dann geht auch das Display immer an und jetzt kommt hier einmal das gelbe Blinken, das heißt, jo, übertragen. Und schon würde die Heizung jetzt eben auf die Temperatur dann hochfahren. Und damit sind wir jetzt auch am Ende von diesem Video angekommen. Es ist mal wieder ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin dran geblieben. Ich würde mich sehr über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie natürlich auch einfach da unten mit rein. Ja, ich habe jetzt im Grunde die Sachen ein paar Tage schon im Betrieb, bin bisher sehr zufrieden, funktioniert alles gut. Aber, muss ich natürlich auch dazu sagen, es ist aktuell noch verhältnismäßig warm, obwohl wir es Mitte Oktober haben. Und dementsprechend haben wir die Heizung noch nicht an. Das heißt, ich kann aktuell halt nur gucken, wie sind die Temperaturen, wie verhalten sich die Stellmotoren, aber die eigentliche Heizung ist noch nicht an. Da werden wir dann einfach in ein paar Wochen oder Monaten vielleicht nochmal ein Fazit ziehen. Wenn es euch interessiert, schreibt's rein. Kurzer Nachtrag an der Stelle. Seit der letzten Aufnahme sind jetzt ein paar Tage vergangen und wir haben die Heizung inzwischen an. Es funktioniert alles einwandfrei, wirklich wunderbar. Ich muss mal schauen. Ich habe gehört, es kann halt sein, wenn man die Heizung an sich
falsch einstellt. Die kann ja nicht im Grunde mit der ganzen Homematic-Geschichte kommunizieren aktuell. Es gibt, glaube ich, so ein Modul, damit kann man das noch realisieren. Aber aktuell wäre es halt so, wenn alle Stellmotoren zufahren, weil überall die gewünschte Temperatur erreicht ist, dann würde die Heizung ja trotzdem weiter Wärme produzieren und könnte die aber nicht abgeben. Dann gibt es wahrscheinlich eine Hochdruckabschaltung oder sowas. Das muss ich noch abchecken. Aber bisher ist das nicht passiert. Die letzten Tage funktioniert das alles wunderbar. Ich stelle meine Temperatur ein und sie wird dann eben angepeilt und gehalten. Ein Like, ein Abo und eine Glocke, also Glocke aktivieren, wäre super. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.